Herr Jatzombek, gerade hat der Deutsche Bundestag über den Einsatz deutscher Soldaten in Syrien abgestimmt. Ja, ich habe mich neben Ralf Brinkhaus sehr kritisch in der Fraktion zu dem Vorhaben geäußert, weil ich glaube, dass man nicht Fehler wiederholen darf, die man vor 10, 15 Jahren gemacht hat. Und wir haben jetzt in der einen Woche, die wir mit dem Mandat über Syrien befasst sind, aber doch sehr viel näher hingeguckt, welche Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden. Und ich glaube, dass es schon die richtige Maßnahme ist. Es ist nicht nur eine Frage der Solidarität mit Frankreich und des Bündnisfalles, wo die Franzosen ganz klar unsere Solidarität einfordern und wo wir auch ganz klar daran gebunden sind, denen zu helfen. Das ist sicherlich ein starkes politisches Motiv. Das andere ist aber auch, dass Ursula von der Leyen uns ja sehr klar erklärt hat, inwieweit unsere Unterstützung aus dem letzten Jahr für die Peschmerga geholfen hat, halt eben auch den sogenannten IS zurückzuschlagen. In verschiedenen Städten, Kobane, das wäre alles ohne halt Luftunterstützung, aber auch ohne die Lieferung von Waffen, von Abwehrsystemen wie Milan, so in der Form nicht möglich gewesen. Und deshalb ist die Strategie, die die Bundesregierung da jetzt verfolgt und die Allianz auch verfolgen wird, eine sehr viel sensitivere als in vergangenen Manövern, denke nur an das ganze Thema Irak. Ich bin schon der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass man jetzt nicht noch neue Kämpfer dem IS, dem sogenannten IS hinzufügt, indem man da durch Bombardierungen möglicherweise Menschen umbringt, die dann zu Opfern werden, die gar keine Teilnehmer bisher des Konfliktes gewesen sind. Und deshalb werden wir da auch in der Zukunft näher hinschauen. Wir haben jedenfalls mit einer Gruppe von Abgeordneten auch in der Fraktion sehr deutlich gemacht, dass das jetzt nicht der Einstieg sein kann in ein Szenario von ganz vielen Maßnahmen in der Zukunft, sondern dass das eben jetzt eine Mission ist, die immer sehr unter Kontrolle bleiben muss. Und Norbert Röttgen hat vorhin in der Bundestagsdebatte, finde ich auch sehr zutreffend, gesagt, Waffen oder militärischer Einsatz ohne Politik macht keinen Sinn und deshalb müssen wir beides zusammen tun. Genau das ist, was wir jetzt vorhaben. Und vielleicht noch ein Wort, weil ich ja auch viele Zuschriften bekommen habe, auch auf Twitter, über die Frage halt eben, was bedeutet das denn jetzt am Ende für uns? Ich glaube, eins dürfen wir uns auch nicht vormachen, wir sind nicht die Schweiz. Wir können auch nicht so eine Art große Schweiz sein, sondern unser Ziel muss es schon sein, dafür Frieden zu sorgen in der Region des Nahen und Mittleren Ostens. Und die Amerikaner, das sieht man noch recht deutlich, das hat auch die FAZ heute, finde ich, sehr gut kommentiert, die Amerikaner ziehen sich mehr und mehr zurück, je weniger sie Interessen an dem Öl da vor Ort haben, weil sie durch Fracking da eine höhere Autonomie gewonnen haben. Und insofern merken wir, dass der Nahe und der Mittlere Osten viel näher an Europa dran ist, als wir das haben wahrhaben wollen über viele Jahre. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns da auch engagieren, aber vor allem eben auch auf den politischen und diplomatischen Wege und eine Lösung finden, weil ansonsten werden wir eine ganze Batterie von Problemen haben, von den ganzen Anschlägen. Und davor sind wir ja auch nicht gefeit, egal ob wir uns jetzt beteiligen oder nicht. Das hat man ja auch klar gesehen. Bis hin eben zu der Flüchtlingsfrage brauchen wir Lösungen für den Nahen und Mittleren Osten. Und ein ganz anderes Thema ist das sogenannte IHES-Gesetz, das gestern abschließend beratend und abgestimmt wurde. Genau, neben den vermeintlich großen Dingen, wie eben jetzt die Entscheidung über den Syrien-Einsatz, sind das natürlich die Fachthemen, an denen wir teilweise ja auch sehr, sehr lange gearbeitet und hart gerungen haben. Es geht darum, letzten Endes halt 250.000 Arztpraxen an das Internet anzubinden, und zwar mit einer Kommunikationstechnik, dass sie Patientendaten hin und her schicken können. Und was wir durchsetzen konnten, eben jetzt zwischen der ersten und zweiten Lesung in den Verhandlungen, ist, dass jetzt auch die digitale Patientenakte kommt. Das heißt, dass dann Patienten ab 2019, das ist ein großes Vorhaben, das braucht natürlich, alles das, was bei den Ärzten gemacht wird, in einem sogenannten Patientenfach auch selber im elektronischen Zugriff haben. Und dass Dinge zwischen den Ärzten ausgetauscht werden, das heißt, dass nicht dreimal ein Röntgenbild gemacht wird, sondern dass diese Röntgenbilder digital verfügbar sind und jeder weitere behandelnde Arzt die abrufen kann. Dass auch die Information darüber, was genau diagnostiziert wurde, von dem einen an den anderen Arzt übertragen wird und nicht mehr dieses Szenario kommt, ja, was hat denn der Kollege gesagt? Und Sie müssen es selber transportieren. Und was ganz wichtig ist, wir haben jetzt einen Medikationsplan, das heißt, wenn man verschiedene Medikamente verordnet bekommt, gibt es den nicht nur in gedruckter Form, sondern wird auch auf der Gesundheitskarte gespeichert. Und jedes Jahr sterben mehr Menschen in Deutschland an inkompatiblen Medikamenten, die sie einnehmen, als im Straßenverkehr. Das ist eine große vierstellige Zahl. Und deshalb finde ich, ist das sehr wichtig, dass wir jetzt mit Computertechnik verhindern, dass wenn der eine Arzt etwas verschreibt und der andere Arzt etwas verschreibt, dass das hinterher dazu führt, dass die Patienten geschädigt werden. Dazu kommt noch die Notfallakte, die jetzt eben eingeführt wird. Und damit haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Paket gemacht, was tatsächlich nicht nur irgendein elektronisches Verfahren ist, sondern Menschenleben retten soll und den Patienten auch teure und auch lästige Mehrfachbehandlungen erspart.
Ein weiteres Thema, bei dem Sie sich engagieren, ist ja die WLAN-Störerhaftung. Welche Änderungen fordern Sie da? Genau, wir hatten am Donnerstag, also gestern Abend, die erste Lesung auch für die Änderung des Telemediengesetzes. Und da werden wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben. So wie bei dem E-Health-Gesetz, wo wir zwischen der ersten und zweiten Lesung viel verändert haben, ist es hier auch erforderlich. Wir haben uns verständigt mit der Regierung, dass wir den Betrieb von WLANs erleichtern wollen. In Hotels, in Restaurants, in Kneipen, im Rathaus, in kommunalen Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken. Da haben wir heute ein Defizit und wir wollen diesen Trägern das ermöglichen, dass sie ein freies WLAN öffnen können, ohne das Risiko eingehen zu müssen, dort abgemahnt zu werden. Und der Entwurf, den die Regierung vorgelegt hat, das kann man soweit schon sagen, realisiert diese Ziele nicht, weil es an bestimmten Stellen noch Verschärfungen gibt. Und wir wollen aber Erleichterungen, keine Verschärfungen. Und dazu wird es am 16. Dezember eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss geben. Wir haben letzte Woche von der Fraktion selber schon mal mit 9 Experten gesprochen und eine interne Anhörung gemacht. Und da liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Und eine letzte Frage, wie geht es dann in dieser und in der nächsten Woche noch weiter? Ja, wir haben in der nächsten Woche eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Beispielsweise kommt Günter Krings in den Arbeitskreis Flüchtlinge der CDU in Düsseldorf, ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Abend. Wer also noch Interesse hat und CDU-Mitglied ist, ist da gerne zu eingeladen. Ich bin auf der Gala der Düsseldorfer des Jahres. Es gibt eine ganze Reihe von Wahlkreisterminen, die wir haben. Und wir werden auch als CDU am Mittwoch einen zentralen Infostand machen, auch mal mit den Menschen reden, weil mir das schon auch wichtig ist, immer mal zu hören, wie die Stimmungslage tatsächlich ist. Und insofern wird das eine spannende Woche in Düsseldorf. Ja, vielen Dank.